unermesslicher Liebe grüße ich euch. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Der Sohn, Jesus, der Christus. Heute komme ich zu euch, denn es ist wahrlich Zeit, mit vielen Vorstellungen und Überzeugungen, die ihr so viele Jahre in euch getragen habt, nun aufzugeben und sich völlig neuen Bildern und neuen Gefühlen zu öffnen. So viele Konzepte, die euch mit in die Wiege gelegt wurden. So viele Bilder über mich, über die Liebe, über das Leben, verlieren immer mehr ihre Gültigkeit. Denn jetzt ist wahrlich die Zeit, da mit diesen hohen Frequenzen, die ununterbrochen auf die Erde strömen, ihr gefordert seid, all die alten Konzepte in euch loszulassen. Viele Menschen, die genau dies nicht können, scheitern in ihren Bemühungen, sich diesen hohen Frequenzen wirklich zu öffnen und sie ungehindert durch sich fließen zu lassen. Wenn dies geschieht, so ist es unweigerlich mit Problemen verbunden. Denn alles, was ihr in euch festhaltet, erzeugt eine Blockade, erzeugt einen Druck, erzeugt Symptome des Aufstiegs. Ihr lasst nicht gerne los, wenn ihr nicht etwas Neues habt. Ihr lasst weder gerne Gewohnheiten los, noch Überzeugungen und Glaubenskonzepte, noch eure scheinbare Wahrheit, eure Meinungen, die ihr zu etwas euch gebildet habt. Ihr lasst nicht gerne los. Und vor allen Dingen wollt ihr nicht ins Unbekannte gehen. Doch dies ist genau, was jetzt gefordert ist. Denn eure Gedanken und eure Gefühle manifestieren sich jetzt um so vieles schneller. Und es ist wichtig für euch, dass ihr reine Gedanken in euch tragt, reine Gefühle in euch tragt. Und euch öffnet für inneres Wissen, innere Erkenntnis und vor allem für neues Wissen und neue Erkenntnis. Und um dies für euch heute etwas zu erleichtern, möchte ich mit euch eine Meditation begehen. Ich möchte mit euch in die fünfte Dimension reisen, damit ihr euch als das Wesen, als das realisierte göttliche Wesen erkennen könnt. Und so, Geliebte, lade ich dich ein,
dich ganz in dein Herz sinken zu lassen, mit deinem Gewahrsein, nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem gewahren Sein. Lass alles frei, lass alles los und entspanne dich ganz in dich selbst hinein, in dein Herz hinein. Denn wisse, in deinem Herzen sind alle Dimensionen und in deinem Herzen ist alles Wissen, was du brauchst. Denn alles ist schon in dir enthalten. Es ist nur verschüttet von all den Bewegungen in deinem Verstand. Es ist verschüttet von all den Mustern, Konzepten und Ideen, die du so viele Jahre und Jahrzehnte und sogar Hunderte von Jahren in allen deinen Leben genährt hast und immer wieder dich damit verbunden hast. Nun entscheide, all dies jetzt freizugeben, all dies jetzt von dir abfallen zu lassen und dich tief mit deinem gewahren Sein in dein Herz sinken zu lassen. Und nun öffne ich für dich in deinem Herzensraum ein Tor, ein Tor in deine Realisation deiner nächsten Entwicklungsstufe. Und während du dieses wundervolle Lichttor siehst, fühlst du einen Drang, ein großes Bedürfnis. Du fühlst dich angezogen von diesem Tor, von diesem Licht und gehst nun hindurch. Was siehst du, Geliebte? Welche Natur öffnet sich dir? Welch strahlendes Licht, das direkt aus der Zentralsonne kommt. Die Sonne, die du hier scheinen siehst, hat eine andere Strahlkraft, denn sie ist in einer höheren Schwingung als die irdische Sonne, die du bisher kanntest. Doch ist es immer noch die irdische Sonne, nur in einer höheren Frequenz. Und so siehst du staunend die herrlichen Farben der Landschaft, die sanften Bewegungen und rieche den Duft, der hier überall aus allem zu atmen scheint. Und während du die Landschaft entlang gehst, spüren deine Füße, die den Boden und das Gras berühren, wie sie belebt werden. Denn dieses Gras ist ein Gras, das in dem Moment, wenn du es berührst, dir Energie gibt und Duft und belebende Frische. Und nun kommt dir eine Gestalt entgegen.
Und während du dieser Gestalt auch entgegengehst, siehst du, dass du es bist. Du in einer vollkommeneren Form deiner selbst. Mit einer Ausstrahlung von Güte und Licht und Liebe. Und es ist, als ob du von innen leuchtest. Und du, dein Selbst, dein realisiertes, göttliches Selbst, lädt dich ein, nun mitzukommen, denn es möchte dir zeigen, wie du lebst und was du tust und welche Menschen dich umgeben und wie ihr gemeinsam in euer Leben gestaltet. Und wie ihr alle als Kollektiv gemeinsam euer Leben gestaltet. Und freudig lässt du dich führen in das Leben deiner Zukunft. Nun sieh, ihr erreicht nun das Heim deines hochentwickelten, realisierten Selbstes. Wie sieht es dort aus? Welche Farben umgeben dich? Welche Pflanzen? Welche Düfte? Wie ist das Heim deines realisierten Selbstes eingerichtet? Und was tust du? Welche Menschen umgeben dich? Und während du immer mehr staunst und erlebst, spürst du, wie du mit deinem höheren Selbst verschmilzt. Und nun bist du es selbst. Du erlebst dich selbst. In der fünften Dimension deiner Verwirklichung. Und du spürst, dass es keine Zwänge gibt, dass für alles jederzeit gesorgt ist und dass du aus reiner Freude deine Gaben und deine Talente, deine Zeit und deine Liebe anderen zur Verfügung stellst, genauso wie sie es für dich tun. Was sind deine Gaben, deine Talente? Was lädt dich dein Herz ein zu tun? Wo ist die Freude deiner selbst, dich zu verschenken und zu verströmen. Fühle, wie es dir jetzt geht, in dieser Welt der vollkommenen Geborgenheit. Der Freude, des Miteinanders, der Verbundenheit mit anderen, der Freiheit, die sich überall ausdrückt. Denn die Freiheit, die du jetzt hast, haben andere auch. Und so gibt es keine Notwendigkeit für Gier, für Konkurrenzverhalten. Für irgendetwas, was diese Freiheit mindert und was irgendjemanden von euch unter Druck setzen könnte. Denn ihr seid frei, alles genauso zu tun, wie es eurer innersten Freude entspricht.
und schau genau hin, Geliebte. Welche Art von Leben ist dies? Welche Art von Liebe lebt ihr? Ist es die Liebe, die du kennst aus der dritten Dimension? Oder ist es eine Liebe der Freiheit, der Wahrhaftigkeit, der Klarheit und der Kraft? Denn diese Liebe grenzt niemanden und nichts ein. Diese Liebe verbiegt sich für nichts und niemanden. Diese Liebe lässt jeden frei. Und diese Liebe lässt jeden groß sein und groß sich ausdrücken. Jeder erfährt die Wahrheit des anderen. Es gibt keine Lügen zwischen euch, keine Geheimnisse, keine verdeckten Vorhaben, keinen Betrug. Wie fühlt sich das an? Und schau, welche Menschen sind mit dir in deinem Leben verbunden? Und was tut ihr? Und was und wie gebt ihr euch dem Rest der Welt? Und schau nun in das Herz, in dein Herz deines realisierten Selbstes und frage dich selbst, was bedarf es jetzt für das Selbst in der dritten Dimension? Was muss ich in meiner dritten Dimension Version bedenken? Was muss ich loslassen? Wofür kann ich mich öffnen? Und sollte ich mich öffnen? Welche Energie sollte ich nähren? Und wie sollte ich mich mit anderen Menschen verbinden? Wie kann ich es tun, dass allen Menschen um mich herum die bestmögliche Version unserer Beziehung offenbart wird? Und guck, schau in deine Seele, in dein Herz, mit welchen Wesen aus noch höheren Dimensionen bist du verbunden? Und wie ist eure Verbindung? Wie ist eure Kommunikation? Und du spürst, dass du eingebettet bist in eine große Familie des Lichtes, in eine große Familie des Lichtes. Und alle Fragen, die du je hattest, sind schon längst von dir abgefallen. Und alle Antworten haben sich in dir erschlossen. Und nun schau, wenn du dich an eine Frage erinnerst aus der dritten Dimension deines Selbst, welche Antwort hat sich dir nun erschlossen?
und Geliebte. Ich lade dich ein, diese Meditation so oft wie es möglich ist, immer wieder zu vollziehen, ohne dich jemals unter Druck zu setzen und immer mehr es auszuschmücken, sodass du immer mehr Informationen und Antworten bekommst und immer mehr dich verbindest und vereinst mit deinem realisierten Selbst, deiner Ich Bin, Gottes Gegenwart, die immer mehr jetzt durch dich und in dir zum Ausdruck kommt. In dieser Dimension, Geliebte, hast du keine Grenzen. Alle Antworten stehen dir zur Verfügung und alles, wofür du dich entscheidest, ist möglich. Und dies weißt du. Dies weißt du ganz sicher und ganz fest, denn dies erfährst du täglich. Mache es dir zu eigen und nimm es mit in dein Leben, das jetzt in dieser Inkarnation und Zeit, in diesem Zeitgeschehen, in diesem Kollektiv noch scheinbar so begrenzt zu sein scheint. Doch diese Grenzen wirst du nun sprengen, denn alle Weichen sind gestellt und es können und werden Wunder geschehen, Wunder der Befreiung. Für all jene, die entschieden haben, tief in ihrer Seele diesen Weg mit der Erde zu gehen, in die fünfte Dimension. Und so lade ich dich ein, wieder den Weg zurückzugehen. Und du spürst, wie dein realisiertes Selbst, dein gottrealisiertes Selbst, wieder aus dir heraustritt. Und du kannst dich nun bei ihm bedanken. Und du weißt nun, wann immer du es wünschst, kannst du dich mit ihm wieder vereinen. Kannst du dich mit ihm wieder vereinen. Und je öfter, Geliebte, je öfter du dies tust, desto mehr werdet ihr verschmelzen. Und nun, da du den Weg wieder zurückgehst, ist dein Herz voller Freude, denn du weißt nun, dass diese Zukunft nicht mehr weit weg ist. Sie ist direkt hinter dem Portal in deinem Herzen. Und dieses Portal ist eine Realität. Und es ist nur einen Gedanken von dir entfernt. Es ist nur einen Gedanken von dir entfernt. Nämlich der Gedanke, da du glaubst, dass du es noch nicht erreicht hast oder nicht erreichen kannst. Und lass nun dein Gewahrsein, dein Bewusstsein wieder aus deinem Herzensraum in deinen physischen Körper schwingen, in deine Präsenz, in deine Gegenwart. Doch du weißt nun, dass diese Gegenwart auch nur ein Traum ist und dass hinter dem Portal in deinem Herzen die Wirklichkeit ist. Und diese Meditation habe ich euch heute gegeben,
um euch darin zu unterstützen, immer mehr euer göttliches Selbst als euer Eigen anzuerkennen. Und so ist es, geliebt.